Die TT Isle of Man Spielreihe. Und da ist jetzt der dritte Teil erschienen, Right on the Edge. Und das werden wir uns jetzt mal reinziehen. Als begnadeter Rennspieler muss ich sagen, für mich vor allen Dingen interessant, wie sehr kann ich jetzt meine zweifelsohne vorhandenen Racing-Skills auf zwei Räder, auf virtuelle zwei Räder übertragen. Das wird jetzt hier quasi das Interessante. Aber wir schauen erstmal hier ins Intro rein. Oh, Hardref, danke. 9 Subs, ey. Danke, Hardref. Mein Lieber. TT Isle of Man, right on the edge. 3. Wofür steht das TT? Weiß es jemand? Turbo Twin Bikes? Guck mal, ob ich es rausfinde. Tourist Trophy? Ah. Titty Twister. Wieso Tourist Trophy? Travemünde, Trelleborg. Tischtennis, okay. Ich habe hier noch ein paar Fakten. Das Motorradrennen findet seit 1907 auf der Isle of Man statt und gilt als das älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen der Welt. Enthält offiziellen Inhalte der TT 2002, Teams, Motorräder und Strecken. Enthält 32 verschiedene Strecken, darunter aktuelle und historische Kurse, fast 40 Superbike- und Supersportmotorräder und Fahrer, sowie eine neue Physik. Mit dem neuen Open Roads Feature bietet der dritte Teil die Möglichkeit, die Isle of Man und ihre 200 Kilometer lange berühmten Straßen frei zu befahren. Ab sofort erhältlich für PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series One. Und Nintendo Switch sogar, wow. Okay, hier sehen wir die Isle of Man. Automatisches Speichern ist cool. Ich habe die Nutzungsbedingungen komplett gelesen, natürlich. Und ich war einverstanden mit den Nutzungsbedingungen. Da ist die Tourist Trophy. Rider. Nicht Driver, Rider. Wählen Sie einen Fahrer aus. Wer ist denn geil? Kennt ihr jemanden? Könnt ihr jemanden empfehlen? Also ich kann eh nur drei auswählen, oder was? Nee, doch mehr. Xavier, Denis, Joey Thompson, Lee Johnston. Wer ist der Tiger Woods? Wer ist der Tiger Woods hier in dem Game? Guy Martin Cummings. Connor Cummings. Dean Harrison, Gary Johnston. Ian Hutchinson, James Hillier, John James, James John, Johnson McJoe, Joey Johnson McJackson. Also sagt mal was jetzt. Guy Martin. Dunlop, irgendwie ein Tennisball. Ich will hier den krassesten. Guy Martin ist da überhaupt nicht dabei.
Marquez ist nicht dabei. Michael Dunlop, 26 Siege. Das laut Wiki. Aber von wie viel Rennen? Wenn es 2000 Rennen sind? Okay, wir nehmen Joey Dunlop? Gibt es zwei Dunlops? Nee, ich habe Michael Dunlop. Nicht, dass das der unfähige Bruder ist. Okay, ich nehme Michael Dunlop. Der hat doch ein cooles Motorrad. Willkommen auf der Isle of Man. Wenn Sie die Insel erkunden, nehmen Sie an einer Reihe nervenaufreibender Pflichtevents und extra Herausforderungen teil, um sich auf das härteste Rennen von allen vorzubereiten, die Tourist Trophy. Sie müssen eine Reihe inoffiziell und die offiziellen Events auch bekannt zu machen. Herausforderungen sind vom restlichen Spiel schon wie. Ja. Das ist vorerst alles. Oh, ich bin ein bisschen Gänsehaut gerade. Bin tot. Muss man bremsen? Ich mag ja... Tot. Gedrückt, um hinter sich zu schaffen. Ey, ist das nicht genau die Strecke, die wir uns eben im Video angeguckt haben? Das ist geil. Alter Schwede. Es ist hier natürlich auch alles sehr schmal, ne? Also das ist hier... Alter. Das ist aber schon... Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da musst du nur... ganz leicht das den Stick bewegen. Guck mal, wie schnell der hochzieht. Sind das Meilen oder Kilometer da? Das sind Kilometer, ne? So. Europa. Alter, ist das schwer zu steuern. Guck mal, wie der links und rechts schwingt. Das ist wirklich ungewohnt. Das ist ganz sensibel. Kaum Vollgas zu geben. Boah, Alter, ist das schwer. Vielleicht erstmal in der Perspektive starten. Sieh das an. Das ist so ein bisschen, also es ist ein ganz anderes Fahrgefühl als mit Autos, das kann ich schon mal sagen. So, zumindest meine Körperhaltung. Ich glaube, ich hätte den idealen Körper für Motorsport. Also, guckt euch das an. Das wäre das erste Mal, dass mein Rundrücken perfekt wäre für eine Sportart. Ich würde ja, guckt dir das an. Ich habe die ideale Figur für dieses Motorrad. Ich bin das Puzzlestück zu diesem Motorrad. Okay, jetzt gehen wir vor. Wo muss ich eigentlich hin? Geht das hier ewig? Muss ich irgendwas erreichen? Oder das? Das muss so Bock machen. Also wenn man es kann. Das ist ein Mechanic. Das wird besser.
dann da rein. So geil Bock machen. Stell dir mal vor, und diese Landschaft dann da im Hintergrund, die da an dir vorbeiballert. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen, Leute? Wow. Okay, je langsamer man entfährt, desto mehr schwenkt er aus. Ich wollte Ideallinie fahren, das war keine gute Idee. Ich wollte so ein bisschen über den Schotter abkürzen, aber das macht man wohl nicht. Das ist ganz sensibel, muss man sein, mit dem Daumen. Boah, ey, ich komme nicht schnell genug runter vom Gas. Die Bremsen sind nicht so effektiv wie bei einem Formel-1-Auto. Habe ich das Gefühl. Oder ich habe noch nicht die richtige Bremse gefunden. Ein kleiner Fahrfehler und es ist vorbei. Das ist wirklich krass. Man denkt eigentlich, es geht ja eigentlich fast nur geradeaus, aber es sind gerade hier solche kleinen... Das war auch ein bisschen übertrieben, dass er gleich explodiert hier, wenn einmal über Gras gefahren. Okay, ich muss mal einmal in die Steuerung gucken. This is the map where you can check how many events and challenges you have already discovered and where they are. Their location is represented by a POI, a point of interest icon. If you move your cursor over each POI, you can open its info panel to view more details. You can, lastly, you can also change the weather and time of day from the map. Note that when you start an event or challenge, these settings are adjusted based on the description. Aha, hier sehen wir also mal die gesamte Isle of Man. Okay. Aber wo ist denn das Schloss? Wo bin ich? Ich fahre ja weg von der Stadt. Hätte ich vielleicht in die andere Richtung fahren müssen? Ich bin ja immer weiter weg. Hier ist ein Mechanic. Was ist das? Inspektionsbuch. Zugriff auf Motorrad-Setup zum Aufrüsten und Abstimmen von Motorradkomponenten. Okay. This is a qualifying event. This kind of event is divided into free practice and qualifying sessions. During free practice, you can get a feel for the track without the stress of setting the best time. During qualifying sessions, your time is at... Ja, okay. Das machen wir. Sieht ein bisschen aus wie hier, wie hieß der Film mit Colin Farrell jetzt hier, der letzte? Inisherin. Dingens. Sieht genauso aus. Ja, stimmt, wenn dann noch Regen dazu kommt, alter Schwede, da musst du echt. Banshees of Inisherin, genau. So, geht los oder was? Was muss ich machen hier? Event starten, Motorrad-Setup. Wollen wir uns das mal gucken? You can upgrade. The first page of motorbike setup shows general statistics for the motorbike in its current state.
Performance points represent the Selecting a component opens the upgrades menu, where you can improve your motorbike using any upgrade points you have earned. Some components can also be modified. Your team will take care of your tires. Okay, was machen wir für geile Upgrades? Chassis. Chassis. Okay, ich kann aber noch gar nichts ändern. Gerade, oder? Oh Gott, hier Druck bei Trockenheit, Druck bei Nässe. Abstimmung, Rückprall. Oh, da kannst du ja natürlich wieder mal richtig wild gehen. Leistungspunkte. Motorleistung 87 kW, das ist gar nicht so viel, oder? Ja, ich habe auch noch keine Upgrade Points. Okay. Practice session or qualifying session starts with the setup stop. Here you can track the overall progress of the session and check on your opponents using the live session option. Das ist ideal. Das ist perfekt. Das brauche ich. Es ist nicht leicht, auf der Linie zu bleiben, das sage ich euch. Nein, wieso denn? Das war doch grün. Das ist gelb. Vollgas. Es ist so schmal. Halleluja. Ne, ich spiele mit Pet. Ich spiele mit Plazy Pet. Also der verzeiht aber wirklich auch nicht viel, ne? Das muss man sagen. Hier einmal ein Gebüsch berührt und dann explodierst du quasi. Boah, ist das mies hier. Was ist das mit der vorne? Ich halte mich an den. Reinlehnen ist auch unglaublich wichtig. Es ist ganz gut, wenn man mal jemanden vor sich sieht, wo man ein bisschen orientieren kann. Oh, nicht! Oh, habt ihr das? Oh, was? Komm mal. Ja, der Bauer freut sich über ein neues Motorrad.
Das wird gelb und ich erkenne das Gelb manchmal nicht. Es wird, glaube ich, erst hellgrün und dann gelb. Weiß nicht, ob das farbtechnisch genug Warnung ist für mich. Das ist richtig krass mit der Perspektive. Das ist richtig krass, das kann ich nicht. So, jetzt sind wir gleich am Ziel. Das geht aber. Leute, da ist was drinne. Da ist was drinne. Ich spüre, da geht was. Gibt es eigentlich auch eine Handbremse und sollte man die benutzen? Was war Live-Session? Ist das jetzt schon Qualifying? Nee, freies Training. Sorry, ich muss einmal noch. Wo sind die Einstellungen? Gibt's jetzt die. Geht das ja doch? Spieleinstellungen? Steuerung. Gucken wir mal hier. Siehst du, es gibt eine Vorderradbremse. Tuck in, tuck out. Und Hinterradbremse. Mhm. Ich habe die ganze Zeit die Vorderradbremse benutzt. Hinterradbremse ist quasi sliden, würde ich mal sagen. Tuck in, tuck out ist, würde ich jetzt mal sagen, so Gewicht, guck, dass man, weiß ich nicht gesagt. Aber wenn du so, ja, wenn du einmal mit dem, wenn du einmal schon so, soll ich mal den Greenscreen eigentlich hoch machen? Könnt ihr noch mehr von der Strecke sehen. Guck mal, wenn du einmal links eingeschlagen bist, dann kommst du gar nicht mehr so schnell nach rechts. Ich komme nicht mehr gerade. Bin im Infinite Loop so. Also mit beiden bremsen. Ich probiere jetzt mal beides bremsen. Aber, also, auf Kreis passiert hier nichts. Der bremst doch gerade nicht. Ah, guck mal, der rote Kreis, wenn ich Kreis drücke, achtet mal da auf die Anzeige über der Geschwindigkeit. Roter Kreis macht diesen Balken nur voll. Und wenn ich jetzt noch L2 drücke, dann wird es komplett voll. Aber wenn ich L2 drücke, wird es auch komplett voll. Das heißt, ich kann mit Kreis. Das ist wie so eine sanfte Bremse, würde ich mal sagen. Ich frage, ob es da nicht reicht. Flawless Runde ohne Sterben. Der bricht halt, wenn man bremst in der Kurve,
eine Vollbremse macht, dann bricht der halt irgendwann aus. Und du musst diesen Moment, musst du halt abpassen und dir zu eigen machen. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Rennfahrer und Motorradfahrer hier werden es verstehen. Das ist Profi-Slang. Guck, das meine ich. Wenn du einmal in diesen Schlenker kommst, kommst du fast nicht mehr raus. Dann lenkst du dagegen und schlenkerst da. Also ihr könnt genau an diesem roten Kreis über der Geschwindigkeitsanzeige, könnt ihr immer sehen, wann ich bremse übrigens. Was ganz geil ist. Dann seht ihr nämlich, dass ich eigentlich nicht bremse. Because fuck you, that's why. Full Gas. Das ist das Problem, du gibst es also nach so einer langen Strecke, wo du Vollgas gibst, du weißt ja, da kommt irgendwann die Kurve. Aber meistens ist es dann schon zu spät, weil du so schnell bist. Sieg. Okay, wir haben genug freies Training gemacht. Ich bin ready fürs fürs Qualifying. Let's go. Nicht den Moment zum Bremsen verpassen.
Jetzt kommen fiese Schlenker. Oh fuck, der hat mich überholt. Fast der Flawless Run! Oh. 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 Wir haben fast geschafft! Och Leute, es war doch gar nicht so schlecht. Ich bin Vierter? Okay, wir können noch mal gucken. Nee, das will ich doch gar nicht. Physik, Getriebe halbautomatisch, nur mal ein Bremssystem. Die vordere Bremseingabe aktiviert beide Bremsen gleichzeitig. Die hintere kann aber auch einzeln mit entsprechen. Ah, okay. Taktposition. Ah, das kannst du auch noch manuell machen. Das ist ja krass. Okay. Okay, wir können noch weiter qualifizieren, wie es aussieht. Oh, ich bin auch nicht mehr Vierter, weil die anderen weiterfahren. Jetzt raff ich's, okay. Während ich hier. Okay, let's go. Jesus. Wir gleich neu starten, oder? Nee. Kann man dann... Kann ich das jetzt nicht irgendwie neu starten? Das ist doch jetzt Quatsch. Respawn. Achso. Nee, das ist doch jetzt Quatsch. Da brauche ich doch gar nicht mehr weiterfahren. Da muss ich doch jetzt irgendwie... zu hart gegensteuern. Du musst dann wieder in die neutrale Position kommen und dann Gas geben. Dann richtet sich das Motorrad schneller wieder geradeaus, als wenn du so dauernd...
Mein Gott, da kann er auch mal sitzen bleiben. Wie ich in der sechsten. Das ist doch nicht so schwer. Ich muss einfach nur nicht mehr hingehen und keine Hausaufgaben machen. Zack, an der gleichen Stelle. Gar nichts. Und das ist schon die Anfängersteuerung. Das ist ja so sensibel. Ich hätte nicht gedacht, dass Motorradfahrer so sensibel sind. Ganz zart beseitete, lebensmüde Männer. Ganz sensibel. Ist das Motorrad ein ganz kleines bisschen einmal ans Gras und dann ist schon ich ergeben. Freiwillig. Aber auch ehrlich gesagt am Motorrad. Ich glaube, mit einem anderen Motorrad hätte ich das geschafft. Aber immer noch, also. Komm, wir machen jetzt das Rennen. Das bringt alles nichts. Wie macht man jetzt das Rennen? Ich gehe freiwillig als Letzter ins Rennen. Beenden. Ne, nicht aufgeben. Brian McCormack hätte ich nehmen sollen. Zugucken bei seinem Qualifying? Nee. Zehnter Platz. Stark. Ein starker zehnter Platz. Das Rennen? Jetzt habe ich das Rennen. Hä? Welcome to the TT Esports Comp. Your ranking in the round. At the end of you can. Ich gehe direkt in den Esports-Bereich rein hier. Was soll der Quatsch?
Das ist jetzt die E-Sport-Strecke oder was? Bring it, sage ich nur, bring it. Okay, wenn du da dein Haus gekauft hast. Und dann entscheiden die, dass da eine Strecke wird. Für TT Isle of Man. Stell mal vor. Und wie viele Häusern der vorbeifährt, da wohnen ja Menschen. Boah, was? Wollte zum Pub. Man muss viel früher bremsen, übrigens, Leute, falls sich das interessiert. Ich habe das Gefühl, die bremsen nicht so gut von meinem Motorrad. Bremst man und lenkt man gleichzeitig oder muss man dann aufhören zu lenken, während man bremst? Das war ja auch so ein Learning, das ich bei Formel 1 hatte. Das muss man ja schon richtig machen. Yeah, er ist tot. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, wenn man in echt auch schon mal Motorrad gefahren ist, ganz ehrlich. Weil die Fahrphysik ist schon eigenwillig. Hat Krogi nicht einen... Hat Krogi nicht einen Motorradführerschein? Ich würde da gerne mal ein E-Sports-Match sehen, tatsächlich, in dem Spiel. Und wissen, in welcher Cockpit-Perspektive und so die fahren. Es ist so hart in dieser Perspektive. Es ist so hart. Da seht ihr mal, wie... Guck mal, das Cockpit schleift schon fast am Boden, wenn man da in so eine Kurve reingeht. Fahrer werden auf jeden Fall auch die Düsenjäger-Flieger, Piloten. Wenn wir bremsen, dann schalten wir mit dem wieder Gas, okay?
Ich bin Platz 1 der Welt aus Deutschland. Stimmt, siehe Tom Cruise in Top Gun. Platz 1 von 1. Stark von mir. Nehmt das, E-Sportler. Okay, ich fühle mich ready für Krogi. Kann man in dem Game Vorderrad- und Hinterradbremse separat nutzen? Ja, kann man einstellen. Ich habe es jetzt ausgestellt, aber theoretisch kann man das. Okay, wir machen jetzt mal mehr Spieler. Wie kriege ich jetzt Krogi hier rein? Guck mal, das sieht aus wie ein Elden Ring. Ich will eigentlich... Ach so, das sind auch Rundkurse. 60 Kilometer, 29 Kilometer, 32 Kilometer. Das sieht geil aus. Boah, guckt euch da oben rechts diese Kurve an, ey. Ich glaube, die ist ganz schön, die sieht schwer aus. Die finde ich ganz nice, weil die so lang an der Küste ist. Ich nehme die mal. Freies Training, Qualifying brauchen wir nicht. Runden 1, ja. Tageszeit. Abenddämmerung. Wetterbedingungen. Wolk regnerisch. Boah. Das machen wir auf jeden Fall auch in Regenrennen. Reifenabnutzung. Nein, komm, ist doch Quatsch. Startmethode. So, da sehen wir ja auch rechts übrigens Fahrverhalten, Bremskraft und so weiter. Darf ich das nehmen hier? Nehme ich das jetzt, oder? So, das ist nur die Kategorie Superbike oder Supersport. Ja, da muss man sich natürlich absprechen. Weil die haben ja hier viel mehr PS. Ich nehme jetzt mal hier so eine Hoch-PS-Maschine. Come on. Michael. Wir bleiben bei ihm. So, wie kommt jetzt Krogi hier rein in meine Lobby? Erstmal soll er auf meinen Discord kommen. Und dann Spieler einladen. Da ist er doch. So, Krogi wird eingeladen. In der Zwischenzeit kann ich ja noch mal... Ja, die Strecke bleibt. Das bleibt auch. Thank you.
Ah, hier, siehst du, hier kann ich die Ideallinie ein. Odometer ein. Das brauchen wir nicht. Cool. Gamma-Korrektur, Grafik, erweiterte Grafik einstellen. Ist schon alles. Hä? Oder habe ich es geändert? Bremssystem. Hier kann man das einstellen. Geteilt wäre, man spricht die Bremsen einzeln an und kombiniert automatisch mit einer Taste. Controller-Vibration mache ich tatsächlich ein bisschen runter. Okay, das ist nur für KI-Gegner. Guck mal, es gibt auch eine deutsche Sprache. So, wo bleibt der denn jetzt? Krogmeister, komm! Oder hast du etwa Schiss? Okay, aber das gibt mir die Zeit, den Greenscreen aufzubauen. Moment. Greenscreen aufgebaut. So. So, ich lade ihn nochmal ein. Wo bleibt er denn? Spieler einladen. Krogi, er kommt einfach nicht in mein Spiel rein. Und in meinen Discord auch nicht. Hello. Da ist er doch. Ja. Hallo Eddie. Grüß dich. Na? Na, wie geht's? Gut, und selbst? Ja, danke. Danke der Nachfrage. Sehr gut. Ich bin hier oft am Stürzen, du. Das ist gar nicht so leicht. Ja, das ist, ich bin ein-, zweimal, so, aber, Das ist mir klar. Das ist mir klar. Ich hab dich hier, guck mal, ich hab dich schon ins Spiel eingeladen. Hast du was gekriegt zum Annehmen? Ich war gerade beschäftigt mit Discord, aber ich guck mal, wo also ich schick noch mal eine hier. Ja. Zack. Ich hab schon eine... Hast du nicht einen Motorradführerschein? Tatsächlich, ja. Aber das hat nicht... Du hast ja auch... Du fährst ja auch Vespa. Oder nicht? Ja, das ist richtig. Ja, also sind wir Rennfahrer. Das muss reichen, Eddie. Ja, es fühlt sich echt genauso an wie mit meiner Vespa, die maximal 40 fahren kann. Ey, man kann diese Rennmaschine einfach schlecht steuern. Das ist einfach so. Man ist auch viel zu schnell. Wahrscheinlich fährst du auch immer viel zu schnell, oder? Ja, es ist, als wenn du mit einem Düsenjäger durch die Stadt fliegst. Ja, das stimmt. Warst du mal kurz auf der Ego-Ansicht? Ja, Alter, da habe ich gar nichts hingekriegt. Was ist das denn bitte, ey, wirklich, Hammer. Ich habe keine, warte mal, wo ist denn die Einladung? Da bist du, aber ich habe keine Einladung. Ich schicke nochmal hier, Spiel einladen. Ist irgendwas da passiert? Nö. Sonst versuch's mal über... Kann ich nicht, warte mal, zuschauen? Nee, zum Schluss. Versuch's mal über Steam, ne? Steam. Oder muss ich aus dem Spiel erst raus? Also aus der Welt erst raus? Nee, ne? Aus der Welt musst du erst mal raus. Aus der Welt, aus der Open World hier. Nee. Komisch. Sonst versuch mal über Steam-Menü, vielleicht kannst du mir dann joinen. Mhm. Gute Idee. Online bin ich, ja. Da bist du.
Ich kann dir nicht joinen. Warum? Weißt du, wie über das Steam-Menü das geht? Ja, über die Freundesliste, oder? Und dann über deinen Namen sozusagen. Richtig? Ja. Genau. Nee, komme ich aber nicht. Spiel starten. Hab ich hier irgendwas? Macht doch keinen Sinn. Spiel zum gemeinsamen Spielen finden. Nee. Komisch. Ich schreib dir mal. Hallo. Ja, warte mal. Vielleicht lade ich dich mal auch über Steam ein. Hallo Krogi. Ja, das ist gut. Also, weil da würde ja normalerweise auch in diesem Chat-Dialog die Aufforderung kommen, wenn wir gemeinsam spielen würden. Genau, im Steam-Chat-Fenster. Ja, aber da ist keiner gekommen, tatsächlich. Chat gibt gerade einen Tipp. Komisch. Warte mal, müssen wir uns im Spiel befreunden? Nee, ist ja alles über Steam. Also, ich sehe dich auch im Spiel und er schickt die Einladung aus. Das wundert mich halt so ein bisschen. Okay, dann gucke ich mal einmal noch im Journal. Okay, dann muss ich noch, vielleicht muss ich das im Spiel irgendwo finden. Handeln? Ich könnte dir, hättest du Interesse an einem sehr teuren Counter-Strike-Messer? Ich gebe dir 300 Euro. Das ist nicht genug. Tut mir leid. Es ist wirklich sehr teuer. Du hast so ein, warte mal. Du hast ein Messer, was sehr teuer ist, was teurer ist als mehrere hundert Euro, ja? Ja. Verarsch mich. Nein, das ist über 1000 Euro wert. Alter, was? Okay. Krass. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Nee, du kannst behalten. Ist okay. Oh, ich mach ich gerade nicht. Ich stell mich nicht doof an, Chat. Es kommt wirklich nichts an. Es kommt wirklich leider nichts an. Ich würde gerne bessere Nachrichten bringen, aber es kommt leider nichts an. Jetzt? Irgendwas passiert? Nee. Das tut mir leid. Ich kann höchstens einmal aus dem Spiel gehen, Steam neu starten. Vielleicht ändert das was. Nee, ich glaube, das ändert. Sonst mach du mal eine Lobby auf und lad mich mal ein. Ja, probier's mal aus. Probieren wir es mal so rum. Also, gucken wir uns das Ganze mal an. Benutzerdefiniertes Mehrspieler-Event, oder? Spielen Sie mit Ihren Freunden in einem Mehrspieler-Benutzerdefinierten Event. Das klingt doch gut. Lobby erstellen. Genau. So. Ah, alles gut. Nehmen wir den. So, und jetzt? Fahrerauswahl. Fahrer ist jetzt auch egal, Lobby erstellen. Wobei, nee, Fahrer muss ich schon auswählen. Ja, ich brauche den hier. Ja, natürlich. Connor. Connor brauche ich. Lobby erstellen. Ich bin nicht mit dem Internet verbunden. Ah, warte mal. Fehlt hier ein Kabel? Das kann sein. Sekunde. Ja, aber wir reden doch miteinander. Ja, wir reden aber über meinen. Das ist ein guter. Aber ich sehe auch Leute. Und ich sehe dich ja auch online. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Habe ich überhaupt Strom? Warte mal. Aber hier, ja. Warum bin ich denn nicht online im Spiel? Nikola! Hilfe! Nee, wirklich, ich verstehe es nicht. Du hast vollkommen recht, ich bin online. Kann das sein, dass das Spiel nochmal Firewall-mäßig geblockt wird? Nee, oder? Kein Plan. Nikola hat darauf sich auch die Haare. Wilder Flex. Also, ich zeig's euch nochmal, Chat. So, hier ist der. Guck mal, ich bin hier online bei Steam. Das ist mein Gaming-Rechner. Das heißt, ich sehe Leute, die zocken. Aber ich sehe dich auch online bei Steam. Ja, also genau. Und da ist Eddie. Und jetzt kann ich hier auch nicht. Ich kann eine Nachricht senden. Aber was ist denn? Kannst du bei Lobby erstellen, was passiert denn dann? Ja, ich gehe nochmal hin. Dann machst du zur Streckenauswahl, dann nimmst du deine Strecke. Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. So, das ist halt komisch. Das kommt bei dir, du bist nicht mit dem Internet verbunden. Exakt. Das also im Spiel. So, jetzt müssen wir es lösen. Gibt's da. Hat das Spiel eine Firewall oder so? Das kann doch nicht sein. Ja. Also Nikola sagt, ich soll. Hast du am Anfang das mit der E-Mail-Bestätigung und so gemacht? Ich glaube schon. Aber ich starte jetzt einfach nochmal neu. Vielleicht kommt da nochmal was. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, um echt zu sein. Ja, das kann natürlich sein, dass irgendwas fehlt. Du kannst dich auf mein Nacon-Konto verbinden. Ja, vielleicht habe ich da irgendwas vercheckt. Ich zeig das mal einmal gerade nicht und schalte das Spiel einmal neu. Okay, ich mache in der Zeit nochmal kurz. Mach mal ein Rennen. Ja. Ich bin mal kurz ruhig. Kurz nochmal. Warte mal. So, hier haben wir nämlich diese Riesen-Map. Und hier kann man ja auch
Ich höre dich noch übrigens. Mach dich mal mute so lange. Was ist das hier? In einem Rennevent wird Ihre Platzierung auf der Grundlage des... Ja, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt nochmal hier so eine Strecke. Ja, ich will. Kann ich das jetzt machen? Schließen Sie das Event ab, um in der Season weiterzukommen. Ah ja, okay. Müssen eigentlich so Motorradfahrer, also Rider. Okay, jetzt geht's. Ja? Ich konnte glaube ich das Spiel neu gestalten. Oh, guck dir das an. Soll ich mal nicht allzu lang? Okay, warte, dann gehe ich hier wieder raus. Aber ich hab gerade schon... War schon, grad schon krass, ne? Die ersten 10 Sekunden waren schon krass. Ey, müssen eigentlich... Oh, Grundlagen der Steuerung. Ich mach eins auf, Krogi. Ja, mach du auf, okay. Müssen die auch so... Sind so Motorrad-Rennfahrer, sind die auch so klein und leicht wie bei Formel 1? Ist das auch so eine... Ich glaube ja. Macht Sinn, ne? Dass da kein Sumo-Ringer auf dem Motorrad sitzt. Ergibt Ultrasinn, ja. Ich glaube, die sind sehr, sehr leicht und sehr wahnsinnig. Ich glaube, das sind einfach. Also die sind wirklich wahnsinnig. Ja, Rennfahrer sind ja alle geisteskrank, muss man ja schon. Also, aber das ist nochmal eine andere Nummer, finde ich, als Formel 1. Ja, wirklich. Wirklich, das denke ich auch. Weil mit dem Motorrad hat man ja eben schon gemerkt, oder wenn man Spiel spielt, da ist ja ein Bordstein und du bist einfach tot. So, ja. Ne? Das ist einfach wirklich. Hast du da jetzt was gekriegt? Guck mal. Ich gucke rein. Da sterben wohl auch regelmäßig Leute bei diesem Rennen. Oh Gott. Hier. Nee, nicht. Also bei Lobby erstellen konnte ich, das ging bei mir. Ne? Das ging ja vorher nicht, aber ich sehe jetzt nicht. Versuch nochmal über Steam-Menü jetzt. Steam-Menü. Chat guckt mit bei mir. So, damit ihr seht, dass ich, ob ich was falsch mache. Etienne, so. Bei Nachricht senden ist nichts aufgeploppt. Und hier beim... Ich kann ja, die Knautschzone ist das Gesicht, das stimmt. Spiel starten. Ist nix. Nix? Nix. Sprich mal über deinen Ingame-Browser. Lobbyliste, ja, das mache ich. Einer Lobby schnell beitreten, nee, Lobbyliste. Ja, Lobbyliste mache ich jetzt mal. Lobby suchen. Suchen wir mal. Suchen das Spiel. Okay, ich werde die Lobby erstellen müssen, weil... Da okay, dann mach du die Lobby auf. Das ging ja nicht gerade. Ich hoffe, es geht wieder. Lobby erstellen. So, ich habe eine Lobby erstellt. Spieler. Die Lobby heißt Krogis Lobby. Krogis Lobby. Ja, da müsst ihr irgendwie die Spieler einladen. Und da ist Eddie. Jetzt habe ich auf dich geklickt. Hast du was bekommen? Nee. Hi. Hallo, hey. Nicola. Na, hey. Ihr auch hier? Nicola, wir sind gerade in der Lobby. Also noch nicht ich zusammen. Merk schon. Aber ja. hast du warte mal, Spiel beitreten habe ich jetzt gemacht. Geil, Eddie, Hammer. Da ist er. So. Nicola, danke, dass du geholfen hast. Komm, bin ich da? Sehr gut. Das ist die pure Anwesenheit. Da geht's doch, guck mal. Da sind wir doch. Sind wir doch. Jetzt höre ich dich hier aber doppelt. Warte, Ingame, warte, stumm schalten. Sekunde. Stumm schalten und mich wahrscheinlich auch. Nee, so ist gut. Ja, perfekt. Dann bereit. Okay. Kann man noch irgendwie mehr Leute? Wir brauchen, also. Kann man noch mehr Leute? Los, ich mach dich jetzt fertig. Mach los. Mach los jetzt. Ey, ich bin gespannt. Zwei Dullis so. auf dem superschnellen Motorrad. Das ist das Beste. Ey, wir sind doch die ehemaligen Champions. Wir haben das Racing im Blut. Das haben wir, Eddie. Keine Frage. Aber wir wollen auch sehr schnell sehr viel Progress haben. Das ist vielleicht nicht das Beste für Motorradfahren.
Aber egal. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Mhm. Bleib hinter mir. Ich habe gestern erst wieder Tage des Donners gesehen. So. Zur Einstimmung. Zur Einstimmung. Aber leider war es Daytona und nicht Isle of Man. Gibt es schon einen Isle of Man Film? Wieso starte ich hinter dir? Schiebung. Weiß nicht. Los geht's. So. Hä, hast du ein schnelleres Motorrad als ich oder so genommen? Tschüss. Da ist er weg. Okay, ciao. Da ist er schon weg. Das war's aber schon. Auch mit reinfahren und so, ne? Wir machen das. Ja, du musst ja erstmal rankommen. Kannst ja mal versuchen. Ja, ich muss mich konzentrieren. Laber du ruhig weiter. Ich laber jetzt gar nicht mehr. Tschüss. Scheiße. Du bist auch gestorben. Ich hab's genau gesehen. Bist du gecrashed? Nein, ich bin durchgefahren. Aber ernsthaft? Aber warum bist du denn so viel schneller als ich? Warum bist du denn dann schon wieder vor mir? Ja, aber ich bin durchgefahren. Ich bin nicht gecrashed. Du bist nicht gecrashed und trotzdem hole ich dich gleich ein? Ja, kennst du auch nicht. Hier ist alles rot. Was hilft dir denn aber auch an, ne? Die Ideallinie. Was machst du denn da? Bist du betrunken? Ich konnte auch nicht anders. Das ist das Allerbeste. Ey, kann das sein? Warum ist denn deine Beschleunigung so schlecht? Weiß ich nicht, aber ist egal. Doch, bin ich drauf. Nein! Meine Fresse, jetzt komm ich. Das ist aber auch Scheiße. Dein. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen witzig, muss ich sagen. Hey, geh weg. So. Geh weg. Ey, die haben alles gesperrt, nur für uns, Eddie. Ja, Gott sei Dank. Die haben den Leuten gesagt, bleiben sie in ihren Häusern. Gehen sie in den Keller. Oh, aber jetzt Vollgas. Jetzt siehst du mich nie wieder. Ja, ich bin schon. Nee, jetzt habe ich eine gute Beschleunigung. Jetzt bist du langsamer. Aber trotzdem bist du vor mir. Komisch. Alter, das warst du! Das warst du! Das ist eine Disqualifikation, Alter! Aber du hast mich, das war einfach ein Attentat, ey! Du bist einfach in mich reingeballert, als ich gebremst habe für die Kurve. Das gibt's doch gar nicht. Eddie, wir sind beide gestorben, ganz ehrlich. Das ist richtig, aber einer war Mörder und einer war Opfer. Das stimmt tatsächlich, ja. Es tut mir leid. Oh, ey. Ich hatte die Kontrolle verloren. Und jetzt musst du schon zugeben, das kann passieren. Das ist eigentlich so ein Fabian-Krane-Move, ey. Das stimmt. Ich kann ihn nicht einholen, dann nehme ich ihn mit in die Hölle. In einem anderen Spiel würde ich dir zustimmen. Hier muss ich sagen, jetzt ist es unkontrollierbar gewesen. So, mal gucken. Das war knapp. Alter Schwede, bin ich da. Da habe ich schon den Streckenrand leicht touchiert. Ey, Eddie, die Community sagte, also bei mir war einer wohl auf der Isle of Man schon öfter zu Urlauben und sagte, du könntest überall so schnell fahren, wie du willst, außer in Ortschaften. Ja. Da gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber hier ist, wir fahren doch durch eine Ortschaft. Oder ist das, gilt das nicht als Ortschaft? Ja doch, jetzt, das ist ein Rennen, ne? Aber sonst wäre das alles offen. Ja. Also im Alltag. Ja, dann werde ich meinen Ferrari einfach mal auf die Isle of Man schiffen lassen. So, das wollte ich dir nämlich einfach mal sagen. Das ist ein guter Tipp, danke. Endlich. Endlich. Okay, jetzt bleibst du mal. Bei der Geraden bleibst du auf dem Motorrad, ne? Das kriegst du schon hin. Nein! Ich habe mich nicht getraut zu bremsen! Und dann ballert er vorbei! Das miese Schwein! Das war knapp. Oh, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Du weißt genau, es ist vorbei. Nein, jetzt ist alles vorbei. Also mit 40 aus der Kurve fliegen. Ja, ist ein Motorrad. Ich bin ja 44. Lol. Lel. Aber ich glaube, die Strecke ist 30 Kilometer lang, die wir gerade fahren. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ne. Wo bist du denn? Siehst du mich schon? Nee, ich fühle dich, aber ich sehe dich leider nicht. Oh Mann, dann macht er den Gartenzaun zu, Junge. Das ist doch, was ist denn das hier? Da kann keiner mit rechnen. Der Bauer Müller da gerade die Erdbeeren pflückt. Das Beste mit dir, Eddie, wirklich. Mit dir würde ich auch gerne mal zu so einem Rennevent hinfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Du brauchst einfach nur mal mit mir zur Arbeit fahren. Das ist nicht so, ist nicht so anders. Ja, du hast ja, viele wissen das ja auch nicht, du hast ja unter deiner
auf dem Kopf unter deinen Haaren NOS tätowiert. Das wissen ja viele nicht mehr. Ah, da sehe ich dich. Bist du gecrashed? Nee, ich habe hier eine rote Schrecken. Hast du dir einen Snack gekauft, oder? Warum leitest du mich hier? Wir fahren jetzt gemeinsam, ist okay. Fotofinish. Und tschüss. Da ist er vorbeigezogen. Guck dir das an. Ja, es ist, weißt du, auf die letzten Meter kommt es an, nicht auf die ersten Meter. Das ist richtig. Altes Motorradsprichwort. Ja, das stimmt. Aber Mann, jetzt bin ich wirklich nochmal gecrashed. Scheiße, jetzt ist er die wirklich weg, glaube ich. Soll ich warten? Nein. Fahr deinen Stiefel zu Ende. Nein, niemals! Wieso? Nieder mit den Bordsteinen, ganz ehrlich. Ey, wie viele Krankenhäuser gibt's wohl auf der Insel? 20? Siehst du mich? Ja. Weit weg, aber ich sehe dich, ja. Jetzt sehe ich dich. Ich muss aber sagen, man kommt ein bisschen rein. Das geht schon. Die ersten 15 Minuten waren schon sehr, sehr scheiße bei mir. Was passiert, wenn man Dreieck drückt? Ey! Was passiert dann? Ja, weiß ich nicht. Er macht irgendein Geräusch. Das war nicht. Was sieht so geil aus? Bist du gestürzt? Bist du gestürzt? Nein! Guck gerade die ganze Zeit hinter dir. Und das ist einfach wunderschön. Das ist einfach das Allerbeste. Weil niemand würde so Motorradrennen fahren. Niemand. Aber wir schon. Bist du gestürzt? Nein, ich bin hinter dir, Mann. Ich kann halt auch nicht vorbei. Du fährst halt Motorrad. Ich auch, was soll ich machen? Jetzt aber. Ist gleich Ziel da vorne, glaube ich. Okay, der muss... Ja, wir kommen halt nicht... Ja. Was ich sagen will, ist, wir sind ziemlich gleich schnell. Oh, das war das. Nein. Bist du nicht gestürzt? Nein, bist du gestürzt? Nein. Aber das Anfahren ist schwierig, komischerweise. Selbst da habe ich immer das Gefühl, es wackelt und schwimmt. Ja, es ist, dein ganzer Körper geht in die Kurve, nicht nur das Fahrzeug. Ja, das ist halt was Besonderes. Es ist neu. Oh nein. Oh, shit. Genau an der gleichen Stelle hat es mich auch gelegt. Man denkt immer, man kommt noch rum. Ja. Drück mal den rechten... Spielst du mit Pad? Ja. Drück mal den rechten Analogstick rein. Ach, geil. Tschüss. Okay, gut inszeniert. Kann ich nicht sagen, Eddie. Oh nein! Oh nein! Okay, das geschlittert, war das Allerbeste. Geschlittert. Geschlittert. Ja. Vor allen Dingen, ey, gleich kommt das Ziel, schätze ich. Ja, das war Karma, ey. Das war wirklich Karma. Oh, da sehe ich dich schon wieder. Also wird man immer so rausgesetzt, dass es spannend bleibt, oder sind wir wirklich beide gleich schlecht? Ich kann es nicht beantworten. Aus meinem Gefühl würde ich sagen, wir sind beide relativ gleich gut. Ah, ich würde sagen, ich bin einen Tick besser jetzt. Ja. Ich fahre direkt hinter dir jetzt. Pass auf, mal gucken, ob du mit dem Druck klarkommst. Die Nerven, ne? Ist ja auch ein... Oh. Oh, oh, ich lebe noch. Oh, ja, das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Den kriegt er nicht mehr. Ich bin zweimal gestürzt sogar. War das knapp. Wie hast du das denn überleben können? Das ist einfach gegenlenken und dann die Kurve ausgucken. Auschecken die Kurve. Ich befürchte, die Karte klickt noch ein bisschen. Ja. Links die Map und da füllt sich der weiße Rahmen. Also. Ja, Moment, der Kreis muss voll sein? Dein Ernst? Ach du meine Güte. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Okay, das ist das Allerbeste.
Das ist ehrlich, da bist du ja. Wow, oh, da ballert er vorbei, ey. Komm. Haben wir Proviant dabei oder irgendwas? Also. Ich muss gleich tanken. Krass, okay. Hier, dann fahren die mehrere also Runden? Wirklich? Oh, das gibt es nicht. Das kann nicht echt sein. Ey, manchmal guckt aber auch nur so ein Zweig aus einem Gebüsch raus oder so, ne? Stimmt. Oh, jetzt wird's zum Nervenkrieg. Jetzt zu wissen, dass man gerade die Hälfte hat, wird zum Nervenkrieg. Nein, wir haben noch nicht die Hälfte. Ah, ich seh nicht. Ist da jemand etwa gestolpert? Ja, bitte. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder! Oh, Ey, die waren 24-Stunden-Stream. Ich schätze, es dauert 24 Stunden, bis wir im Ziel sind. Schätze ich auch. Aber ich bin's halt. Oh, Alter! Oh nein! Man ist es so gewohnt, ich will immer so ein bisschen über die Kurve, so ideallinienmäßig, aber es ist Insta-Death. Ja, genau. Ich habe schon gehört, es ist Dark Souls unter den Rennspielen hier. Es fühlt sich so an. Aber so, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Na, du kommst ja auch gut rein. Also wir kommen ja beide okay rein. Also jetzt, wir sind beide. Guck schon wieder, diese kleine Bordsteinkante da. Nein! Oh Gott. Da sehe ich ihn schon wieder. Kaum bin ich auf dem Motorrad, sehe ich. Entschuldigung. Ey! Ey! Oh, das ist eine enge Kurve. Ist so gegengefahren. Ist ja herrlich. Das längste Rennen sind 6 Runden am Stück. Also, was sind das dann? So 180, 200 Kilometer. Okay, ja, das ist aber auch... Das ist einfach nur crazy. Überleg mal, was du für eine Konzentration in der Zeit auch aufrechterhalten musst. Ja, total. Und ich habe mir vorhin auf YouTube noch so ein paar Videos angeguckt von so Rennen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie krass das ist, wenn die da mit 270 da langpesen und dann Reifen an Reifen und du weißt genau, wenn der sich jetzt berührt, ist der tot. Ja, ja. Das ist absolut insane. Das gucke ich mir länger nochmal an hier. Das brauche ich auch noch. Ja, das ist Wahnsinn. Man denkt ja auch gerade, ja, ist ein Videospiel, aber nee, das ist inspiriert von den echten Umständen. Oh, es sind sogar 380 Kilometer. Ich habe, es waren Meilen. Also Kommentar vom Chat gerade, ich habe gerade mal geguckt, und das war auch mein Tod übrigens zu gucken, aber Kommentar war nur, auf der Brücke eben sind schon viele gestorben. Alter. Oh Gott, was ist das? Scheiße. Ich sehe einfach nur, dass ich ins Gebüsch fahre. Das ist dumm. Das ist echt das Dümmste. Mach nur so vor mir, so ein Motorrad fährt ins Gebüsch. Ist da ein Kaninchen oder Eichhörnchen? Was hab ich da gesehen? Du bist doch der Eichhörnchen, Mann. Ja, ich hab's halt nur abgelenkt. Sollte reinkommen. Einmal noch mal kurz Cockpit-Ansicht. Ja, das kann's nicht so. Das ist unmöglich. Und angeblich sind die Strecken auch überhaupt nicht eben. Die sollen wohl sehr huckelig sein und nicht vergleichbar mit deutschen Straßen sein. Und Stöcke und so ein Kram liegen da auch manchmal. Und Steine. Furchtbar. Hier ist eine 90-Grad-Kurve, Achtung. Ja, kommen Sie, danke. Krogi! Ich hab dich du hast mich rausgeschossen! Nee, natürlich! Nein! Doch! 100%! 100%! Ja, was soll's denn sonst gewesen sein? Ja, weiß ich nicht, der Hinterrad hat eine Störung gehabt. Du hast mir doch gerade voll reingeballert! Ich bin da null reingefahren! Null! Wirklich! Alter, das ist ja unfassbar. Never! Zu schräg, sagt der Chat. Ernsthaft? Ich war zu schräg? Ich bin hier wirklich nicht reingefahren. Okay, ich nehm's zurück. Angeblich war ich zu schräg. Ja. Ich hab mich zu sehr reingelegt. Das habe ich auch bei meinem Bewerbungsgespräch gesagt, immer als die mich gefragt haben, was sind denn deine negativsten Eigenschaften? Sag ich einfach, ich leg mich einfach zu sehr rein. Zu schräg. Ich häng mich einfach immer zu sehr in die Sachen rein. Ja, das ist echt negativ. Die Frage sollte man nicht mehr stellen, Eddie. Ganz ehrlich. Was sind deine Schwächen? Ja, ich habe keinen Bock, mich selbst zu belasten. Wirklich, was ist denn das bitte für eine Frage? Ja, finde es doch raus. Stellen Sie mich ein und finden Sie es raus. Wirklich? Ja, ich bin zu genau. Oh, fragen Sie meine Ex-Freundin. Zu großen Schwanz oder was? Krogi, Alter. Ja, aber hat doch geholfen. Aber wie kann es denn eigentlich sein, dass sich noch bislang keiner abgesetzt hat?
Ist das irgendwie Zufall oder crashen wir wirklich exakt an den gleichen Stellen? Es könnte. Ich verstehe das nicht, dass wir immer noch gleich auf sind. Ich glaube, nach so einer langen Zeit. Also ich glaube, ich könnte gar nicht mehr reden, wenn ich wirklich mich so konzentrieren würde, dass ich kein. Also ich versuche gar keine Fehler mehr zu machen. Dann müsste ich jetzt einfach ruhig sein. Das finde ich für den Stream auch irgendwie schade. Und auch für uns. Für unsere Beziehung, Eddie. Mhm. Denn wir brauchen Kommunikation im Leben, weißt du ja. Mhm. Und deswegen behaupte ich, also zum Beispiel jetzt bin ich gestorben, ich bin gestürzt. Ich weiß nicht. Aber, dass, ja, das mag sein, aber ich weiß, du wirst nochmal stürzen. Ja, aber die Frage ist, wenn ich jetzt einfach sehr vorsichtig fahre und dich nicht rankommen lasse, dann müsste ich doch eigentlich auch mal den Vorsprung ausbauen, aber irgendwie kommst du immer wieder ran. Ja, da kriege ich aber so eine Art, ich weiß nicht, ob ich einen Boost kriege, aber ich habe das Gefühl, dann bin ich ein bisschen schneller tatsächlich, ja. Das stimmt. Aber das will ich nicht. Nee, jetzt bitte. Du sollst ja nicht belohnt werden dafür, dass du scheiße fährst. Ist auch nicht Mario Kart. Ja eben. Das ist ja wieder blaue Panzer. Oder wir haben wirklich durch Zufall. Ich meine, ich sehe dich wieder, ne? Ja, guck, das meine ich. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin. Guck mal, jetzt warst du nicht zu schräg. Aber warum bist du schon wieder nah an mir ran? Das verstehe ich nicht. Ich müsste doch schon längst einen veritablen Vorsprung haben. Okay, ich bin wieder gestürzt. Du auch, okay. Gleiche Stelle. Wir sind immer gleich auf. Ja, sind wir wirklich wieder. Stimmt. Aber du, man skippt ja auch keine Strecke, also ich verstehe es nicht so ganz. Wir haben übrigens ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt in der Strecke. Okay, die Kurve, die du jetzt hast, ist ja ultra scharf. Fahren die Leute wirklich auf den Bürgersteigen? Das ist meine größte Frage. Rubberbanding nennt man das. Ja, aber wie ist das gemacht? Ja, bei Mario Kart nennt man das Rubberbanding. Das kenne ich auch. Aber hier bei so einem Rennspiel ist es doch... Oh nein. Oh nein, ich lebe. Nein, ich bin tot. Oh. Ja, jetzt bin ich wieder genau hinter dir. Hallo? Ich bin genau vor dir. Ich weiß jetzt nicht, ob die das hier eingebaut haben, aber für... Gut, zu zweit? Ja, aber eigentlich ergibt das null Sinn. Das ist ja auch hier kein Arcade-Racer. Nee, deshalb. Eigentlich, also entweder ist es wirklich Zufall, dass wir mehr oder weniger skilltechnisch wirklich nur diese 2 Sekunden auseinanderliegen, aber eigentlich hätte schon mal einer sich ein bisschen absetzen müssen. Oh Gott. So, aber gut, aber jetzt stürze ich auch. Guck, jetzt komme ich wieder. Ja gut, aber ich bin auch gestürzt. Also ich meine... Ja, aber... Jetzt guck, jetzt komme ich wieder. Scheiße, ich bin ausgerutscht. Ich komme überhaupt nicht auf die Straße. Ich schaff's nicht gerade zu fahren. Ja, das meine ich ja. Du brauchst eine gewisse Geschwindigkeit, damit du gerade fährst. Das ist wirklich schwierig. Also es kann wirklich sein, dass derjenige, der hinten liegt, ein bisschen schneller ist und der vorne gedrosselt wird oder so. Wirklich? Keine Ahnung. Oh, guck mal, hier schön Flieder. Aber irgendwas mag ich an diesem Spiel. Also oh! Don't drive and read chat. Doch. Bisschen schon. Haben wir nicht Reifenverschleiß angelassen, Chat? Nee, weil meine Achso, das ist ja deine Lobby. Ja, genau. Ich meine, ich hatte das sogar an. Aber wir aber wenn die normalerweise für 380 Kilometer sind, dann ist halt einfach auch noch kein Verschleiß, ne? Okay, da haben wir aber gleich die Insel gesehen, würde ich sagen. Ja. Wirklich. Also Rice Cracker schreibt, ich glaube nicht, dass irgendjemand gedrosselt wird. Ja, kann sein. Kann sein. Boah, Alter, es ist so schwer, gerade zu werden. Wenn du einmal zu sein, rausgedrängt wirst, dann wieder... Okay, der Hinterreifen hält 2 Runden und der Vorderreifen wird nicht gewechselt. Ah, okay. Ah, so wie meine Unterhosen. Die eine hält 2 Tage und die andere wird nicht gewechselt. Also trägst du immer 2 Unterhosen, ja? Natürlich, sonst fängt es an zu stinken. Guck mal, jetzt bin ich zum Beispiel wieder, obwohl ich so schlecht gefahren bin, an dir vorbei. Ja, ich bin gerade sowas von tot.
Es gibt nicht nur diese eine Strecke, nein. Ich meine, es gibt 32 Strecken. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh Mann, ich bin extra nicht aufs Gas gegangen. Jetzt ist mein Reifen gelb übrigens. Ah, okay. Und oh Gott. Ey, du bist doch meine Beine gefahren. Nein, 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 bin ich nicht. Du lagst schon. Gesehen. Nein, du lagst am Boden und ich habe extra versucht, dir auszuhalten. Vielleicht habe ich ein bisschen was vom Arm mitgenommen. Aber ich bin eh davon ausgegangen, dass du schon tot bist. Das kann man mir nicht vorwerfen. Ja, aber das machst du doch bei einem Tier auch nicht, oder? Was? Ja, wenn das da am Boden liegt, dann fährst du nicht drüber. Nee, dann nee, nicht. Mein Ding ist egal. Das packt schon sehr ernst genommen. So, ey Leute, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Okay, mein Vorderrad ist ein bisschen gelb. Oh, wie geil das aussieht da im Hintergrund. Das, ja, Landschaft das ist ach komm schon, da war doch, das ist doch kein Grund, sich gleich hinzulegen. So, jetzt bist du gefühlt sehr weit vorne. Nee. Aber auch gerade gecrashed. Das Spiel wird schon regeln, sag ich mal. Ich glaube, das ist ein richtiges Motorradfahrerparadies, diese Insel. Oh, ich glaube, ich mache einen Motorradführerschein. Ich habe jetzt nach dem Spiel noch mehr Bock. Ich habe gestern noch zu meiner Frau gesagt, ich habe ja meine Vespa wurde gestohlen. Und dann habe ich gedacht, ey, vielleicht sollte ich statt einer Vespa ein Motorrad holen. Ist auch geil. Ich meine, ich hätte voll Bock. Schon so lange. Ja, dann mach das. Guck, jetzt bist du schon wieder an meinem Arsch. Ja, das bin ich. Ja gut, 1,5 Sekunden. Das kann schon hinhauen. Aber es ist wirklich komisch auf die Distanz. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. So dumm. Die einzige Hoffnung, die man hat, wenn man stürzt, ist, dass das Motorrad noch die Leute hinter ihm mitnimmt. Oh Gott, jetzt. Richtiges Zitat. Etienne Rossi. Nee, nee, das hier ist Isle of Man. Da war Rossi nicht. Papa Rossi? Nee, der Rennfahrer. Nee. Ja. Papa Rossi, ja. Komm, Phrasen fahren die nicht, oder was? Nee. Komisch, ne? Das ist echt komisch. Guck mal, jetzt liegt nämlich auf der Strecke, da liegt so ein Poller. Sagt er bei dir auch noch da, Eddie? Nee. Nee, okay. Aber nee. Was machst du da? Ich versuche zu fahren. Ja, aber warum fährst du so weit am Streckenrand? Bleib ja, doch mal auf der Ideallinie. Sonst crashst du doch. Das ist nicht so einfach. Sehe hier lauter, ich fahre hinter dir und krieg dauernd Teile von deinem Motorrad entgegengespült. Das ist so einfach. Ach Gott. Ist auch. Es gibt übrigens auch so Motorradlenkräder, ne? Oh, wirklich? Ja. So, okay. Das ist, glaube ich, ganz geil. Das kenne ich nur aus diesen Arcade Halls, diese großen Böcke. Aber für zu Hause auch, ja? Naja, gibt's. Okay. Nee, kenn ich gar nicht. Ich habe halt vorhin auch gedacht, ja, wie spielen wir das denn? Tastatur? Lenkrad wird ja wohl Quatsch sein. Tastatur, ne? Ja, ich hätte erst tatsächlich Tastatur angeschlossen, damit versucht. Aber das war Quatsch. Durch Tastatur war absoluter Quatsch. Ja, weil Walle, der spielt ja Trackmania und Co. spielt ja immer mit Tastatur. Ja gut, Trackmania kannst du nicht vergleichen. Trackmania ist ein Arcade Racer. Korrekt. Ich hab's aber probiert hier und ist nicht möglich. So. Oh, komm. So, jetzt nähern wir uns aber wirklich langsam der Zielgeraden, glaube ich. Ja. Nur noch 5 reguläre Runden in anderen Spielen. Drück mal rechter Analogstick. Nein! Es klappt immer wieder! Scheiße! Jetzt einfach keinen Fehler mehr machen und das Ding nach Hause bringen. Ja. Das wäre schön, oder? Nein! Sag ich ja, das wäre schön. Das wäre jetzt schön. Ey, ich glaube, es ist schon für uns gut, dass wir überhaupt ins Ziel kommen. Naja, also man kann nicht. Also man. Ja, man schafft es schon, ne? Die Frage ist halt, zu welcher Zeit bei manchen. Ich glaube, wir haben eine gute Streckenzeit, ehrlich gesagt.
Ich würde gerne mal am Ende die Statistik, ich hoffe, es gibt eine Statistik, wo man sieht, wie oft man gecrashed ist. Würde mich mal interessieren, wer von uns mehr gecrashed ist. Ich glaube ich, aber... Oh, bin ich sicher. Hat gerade auch nochmal zwei mitgenommen. Ja, und wie der Körper aussehen würde, wenn man alle Crashes mitgemacht hätte. Würde ich auch gerne sehen. Oh, da kommt nochmal eine richtig fiese Schikane am Ende. Oh ja, sehr zipfig. Was ist das? Oh, Alter, was ist das denn hier? Nein, das ist... Wie du meinst, das ist ja fantastisch. Bist du da durchgekommen, ohne zu stürzen? Ja, es war so heiße Drahtmäßig. Ich fass es nicht. Ich halte jetzt nur geradeaus. Nee, das ist die Niederlage. Wer baut denn sowas vor Ende ein? So ein Schnürsenkel da rein noch. Oh, das war die Niederlage, ey. Das war das Schönste. Eddie, Respekt an uns. An dich. Oh, das ist nicht. Weißt du, wie lange wir nur gebraucht haben? 25 Minuten. Was ist denn der Streckenrekord? 6. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Oh, warte mal, hier Rundeninfo. Oh nein, jetzt ist es. Aber hast du gesehen? Hast du was gedrückt? Ich habe nichts gedrückt, nein. Ich habe wirklich nichts gedrückt, aber ich wollte dir gerade sagen, wir waren beide sehr, sehr identisch. Also Durchschnittsgeschwindigkeit hattest du, glaube ich, 141 und ich 140. Und Maximalgeschwindigkeit hatte ich irgendwie 250 und du 256 oder so. Also das... Oh, das, jetzt sind die Statistiken weg. Das kann alles schon hinhauen, tatsächlich. Zumindest... Oh, Spiel, jetzt sind die Statistiken. Ich hätte so gern noch mehr Statistiken gehabt. Kann man das nochmal irgendwie? Nee, kann man nicht mehr, ne? Aber warum ist das weg? Das verstehe ich nicht. Also ich habe noch nicht mal irgendwas in der Hand gehabt hier. Ja, kann wahrscheinlich sein. Auto. Das ist nur angezeigt während der Ladezeit oder so. Also wir bräuchten auf jeden Fall jetzt... Also das waren... Ach, das waren 60 Kilometer. Das war eine 60 Kilometer Strecke. Komm, wir nehmen ja, mach mal eine... Guck mal, da gibt es so ganz an der Westküste so eine 20 Kilometer direkt am Meer die ganze Zeit. Check die mal ab. Du hast natürlich gleich die größte Strecke hier irgendwie ausgewählt. Ja, weil wir Pros sind. St. John's Course sind 25,50. Ganz im Westen. An der Westküste entlang. Ja. Das ist die mit 25,50. Ja. Steht bei dir eine andere Zahl? Bei was? Steht bei dir eine andere Kilometerangabe? Also 25 Kilometer sind die. Ich kann das jetzt gerade hier nicht sehen. Ah, okay. Es gibt eine kürzere, die 17, aber die ist leider nicht am Wasser. Nehmen wir schon die am Wasser, ne? Ja, nehmen wir die am Wasser. Genau. Kann man jetzt, glaube ich, auch noch eine... Lass mal noch schnellere Maschinen, glaube ich, einstellen. Ja, gerne. Das war natürlich... Du hast recht. Du kannst jetzt noch die Superboliden. Das waren nämlich jetzt die langsamen, glaube ich. Ah. Okay, warte mal. Du kannst so Sportbike oder so bei Fahrer wechseln und dann oben kannst du in der Kategorie, okay. Weißt du? Mhm. Hier steht schon. Supersport. Aber warte mal, das musste ich doch am Anfang des... Kann ich das jetzt noch ändern? Spieler. Sonst machst du noch mal eine Lobby. Mach du noch mal eine auf. Ne, das hat ja nicht geklappt mit dem Join. Ja, ich weiß nicht, wo das geht. Streckenauswahl sehe ich. Lobby-Konfiguration. Physik, ja, Getriebe, Automatik. Ne, du gehst einfach auf Fahrer wechseln oben. Ja. Und dann hast du ganz oben Kategorie. Kannst du da nicht drauf gehen und das wechseln? Nee, gerade nicht. Nee. So, da ist super Sport bei mir, ja. Ich kann mal einmal durchklicken von links nach rechts bei den Fahrern, aber es ändert nichts. Nee, Kategorie kann ich nicht ändern in diesem Moment. Dann musst du es vielleicht bei Lobby-Einstellungen einstellen oder so. Ich weiß es nicht. Ich gehe aus der Lobby einmal raus. Und lade ich da nochmal nur ein. Ich glaube, ich muss das. Ich glaube, das ist ein anderer Safe-Slot sozusagen. Okay. Hm. 15 Minuten sei der echte Rekord, Eddie übrigens. 15 Minuten? Da brauchen wir doch gar nicht so viel drüber mit 10 Minuten länger.
Und weniger Stürze wahrscheinlich auch. Alles gut, so. Ja, ich bin raus. Bin auf dem Server, yes. Er dauert alles ein Momentchen. Kriegt man denn hier einen Burnout hin? Wie heißt das? So ein, ich glaube, du kannst stand mal in R1 gedrückt halten beim Gas. Boah! Was war das? Boah, man kann sogar auf einem Reifen fahren, Alter. Wie machst du das? Weiß ich nicht. Ja. Hast du? Nö, ich suche immer noch. Tut mir leid. Doch, jetzt geht's, ja. Superbike. Hat geklappt. Direkt bei, wenn du die Lobby neu erstellst, dann kannst du das einmal festlegen. Komm ich jetzt Lobby rein? Erstellen. So, jetzt lade ich dich ein. Ja, bist auch schon drin. Okay, jetzt hast du Superbike. Mhm. Superbike war richtig, oder? Ja. Oder? Ich glaube schon. So, jetzt muss ich dich wieder muten hier, warte. Ja, das ist jetzt die 1000er Hubraumklasse. Okay. Hast du die Strecke? Genau die meine ich auch, die du da ausgewählt hast. Okay. Let's go. Kann man noch? Ja, alles klar. Bereit. Okay. Ich dachte aber noch irgendwie NPCs dazu holen kann, aber ist ja eh Quatsch. Nee, das ist hier. Was wollen wir denen? Was soll das, ne? Mano a mano. Honda gegen Suzuki. Das ist das Battle jetzt. Gesundheit. So. Einer muss es sagen. Geschwindigkeit bringt Sicherheit, sagt der Chat. Man kann sich nach vorne und nach hinten lehnen, aber das haben wir jetzt auf Automatik gestellt. Das kann man auch noch manuell einstellen, dass man den Körper sozusagen auch noch steuern muss. Nee, reicht so. So, viel Spaß. Schrei mich nicht an. Alle gleich rein. Oh, das sind jetzt die schnellen Dinger. Na gut. Das sind die schnellen Dinger jetzt, ja? Oh! Das sind die ohne Bremsen. Gott, so dumm. Alle Fans sind glücklich, kriegen zwei Motorräder in die Fresse, ey. So, boah, das ist ja noch mal härter jetzt. Oh Gott, ist das krank. Eisbahn. Jo. Es ist wirklich wie so ein Eislevel in Mario Kart. Jo. Boah, alter Schwede. Eigentlich auch geil. Boah, Krogi, Alter, du bist ja lebensmüde. Er ist ja der Verrückte. Der verrückte Krogi. Ich spiele den Lokalhelden. Unfassbar, ey. Connor Cummins heißt er. Es gibt wohl Videos von dem Typen, wie er so Berge so runterpurzelt. So sehr beliebt. Auf der Insel. Hat mir der Chat gesagt. Also ich klappe das nur nach. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber Connor Cummins ist der Lokale. Spielst du den? Ja, den spiele ich gerade. Ja. Ich bin Michael Dunlop, bin ich. Der Erfinder des Tennisballs. Ja. Schöne Schuhe hat er auch immer. Mhm. Ich freue mich schon, wenn wir mal wieder Tennis spielen. Ey, ich habe es im Podcast, ohne richtigen Namen habe ich es erwähnt. Ich habe hier einen Tennisverein gefunden. Oh. Und der Trainer ghostet mich. Ja. Ich hatte schon mit dem telefoniert und dann hat er gemeint, ja, ich kann jetzt gerade nicht, wir telefonieren nochmal neu. Und seitdem ghostet er mich. Ich habe ihm schon per WhatsApp geschrieben. Er ghostet mich, antwortet nicht mehr und es macht mich fertig. Seit 3 Tagen überlege ich, was ich jetzt mache. Okay, das ist weird. Ich habe ihm ganz lieb geschrieben, ey, ich bin's nochmal, ich würde wirklich gerne regelmäßig Tennistraining und so weiter. Er ghostet mich einfach. Ey, vielleicht ist er einfach nur gerade krank. Ja, vielleicht, aber kannst du trotzdem. Nee. Ja, ich bin ja potenzieller Kunde. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und er war auch schon beim Telefonat so ein bisschen arrogant und ist. Ehrlich gesagt, ey, das macht mich fertig. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Was ich machen soll. Also,
glaube, der hat ja gerade nur viel zu tun oder war ein bisschen kränkerlich oder so, keine Ahnung. Das wird alles gut gehen. Mhm. Der ist auch nicht arrogant, der hat Bock auf dich. Ey, dieser Optimismus, ey. Ja, ist so. Ich weiß das. Soll ich ihn anrufen? Das ist zu viel. Ja, aber auf die WhatsApp antwortet er ja nicht. Nein, ruf den an. Der Meister, du meinst das ernst. Habt ihr schon über Geld geredet? Nee. So? Es gibt ja erst ein Probetraining und dann alles weitere. Aber es kam ja dann nicht zur Terminausmachung. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Okay, das ist komisch. Ja, aber dann ruf ihn an. Und wenn er keinen Bock hat, dann soll er es halt sagen. Also, ja, aber das kann er auch so sagen. Also dann, oder sagen, wir sind voll oder weiß ich nicht was. Genau. Aber er hat sich ja bei mir ich habe das Kontaktformular auf der Seite ausgefüllt. Daraufhin hat er sich bei mir gemeldet und dann meinte ich so, ja, ich kann jetzt noch wegen nächste Woche nichts sagen. Also ja, ich bin ja auch gerade im Supermarkt, also dann lass einfach nächste Woche nochmal telefonieren. Okay, super, ja, geil. Und dann kam ich aus New York wieder und habe mich gemeldet und es kommt nichts mehr. Mhm. Ja, das ist schade. Also ich weiß nicht, ruf doch einfach nächste Woche nochmal an. Würde ich jetzt mal an deiner Stelle. Weil du willst es ja machen und es gibt ja auch, ich kenn's ja selber aus Hamburg, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, ohne jetzt Millionär zu sein, Tennis zu spielen. Ja, aber er weiß ja noch gar nichts über mich. Ja, also, er ist komisch. Er weiß ja noch nicht, dass ich nicht Millionär bin. Wenn er dann sieht, mit welchem Auto ich da ankomme, kann er mich ja immer noch rausschmeißen. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt nimm doch erstmal den Kontakt auf. Musst du für den Verein eine Aufnahmegebühr zahlen? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Das weiß ich alles nicht. Das muss der mir ja dann auch einfach mal sagen, was es kostet und überhaupt, wo er mich sieht und wie das abläuft und so. Aber es kommt jetzt, so weit komme ich ja gar nicht. Hätte ich vielleicht, ich weiß nicht. Ich werde geghostet vom fucking Tennisverein. Und ich habe noch gar nicht angefangen, was falsch zu machen. Ja, aber ich sag nur, es kann sein, dass der einfach gerade eine schlechte Phase hat, so, und dann meldet er sich nächste Woche. Kann ja sein. Ja, aber dann kann man doch trotzdem antworten und sagen, ey, ich bin gerade im Urlaub, ich habe mir das Bein gebrochen, ich kann gerade nicht, whatever, irgendwas einfach nicht antworten und die andere Person, die nett nachfragt, ja, was ist denn, ich würde gerne weiter über die Terminfindung sprechen, einfach nicht antworten, das geht doch nicht. Ja, okay, oder er hat einfach, es könnte ja auch sein, dass er einfach Schiss hat vor dir. Das kann ja auch sein. Bullshit. Ja, weiß ich. Okay, das war das. Er kennt meinen Basketball. Das sah schön aus gerade. Wenn du einfach in den Blumen verschwindest. Du bist einfach weg. Guck mal, ey, wir haben gleich schon die Hälfte von der Strecke. Ja. Ja, auf jeden Fall sollten wir mal alle Tennis spielen. Tennis ist geil. Am Motorradfahren auch. Also wenn du Motorradführerschein machst, die dann... Ja, Mann, ey. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst gekriegt vor Real-Life-Motorrad durch das Spiel. Ja, aber... Weil so im echten Leben kann man sich das ja nur einmal erlauben. Das ist richtig. Aber du brauchst auch nicht gleich so eine Rennmaschine, ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber und außerdem bist du nicht auf der Strecke in der Regel. Das stimmt. Ich bin die meiste Zeit vor dir. Das ist ja auch klar. Ja. Sag das nochmal. Okay. Der perfekte Zeitpunkt für diesen Diss. Ja, das stimmt. Gut inszeniert, Eddie. Nicht schlecht. Ja. Ah! Ey, wirklich. Aber das kann doch kein Zufall sein. Das ist jetzt die zweite Strecke und wir immer in diesem Rubberband sind. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe aber auch nicht, weil... Woran das liegt? Also man merkt ja nicht irgendwie, dass das Spiel einen ausbremst oder irgendwas anderes passiert, weißt du? Nee, merkt man gar nichts von. Jesus. Ich will einen Highlight-Cut auf jeden Fall von diesen Fails. Das sind hier so Serpentinen oder so. Ne, warte mal, Serpentin, ist das nicht irgend so ein... Ne, Serpentin ist richtig. Alkohol, mit dem man Farbe von den Fingern macht? Ja, das ist Terpentin. Ja. Ah ja, oh, okay. Also dann bin ich ja froh, dass ich das nicht verwechselt habe und mit dem Auto durch das Terpentin gefahren bin. Bin ich auch ganz damals im Jugoslawien-Urlaub durch Terpentin gefahren. Uiuiui. Du warst doch voller Farbe, du musst dich jetzt reinigen. Was willst du machen? Ja, Mara hat ja Arbeit mit diesem Let's Play. Hey, guck mal, da versucht er mich hier von der Strecke, aber no way, Jose. No way! Ich weiß noch nicht, was es heißt, aber es klingt schön. Norwegen auf Englisch. Oh Gott, Scheiße! Nein, ich bin ja übers Haus! Oh Gott.
Nach jedem Sturz ist der andere vorne. Also muss es ja daran liegen, dass wir ungefähr die gleiche Anzahl an Stürzen haben. Was dafür spricht, dass wir beide gar keine Lernkurve haben. Ach man, ey, ich muss doch die ganze Zeit so ein bisschen lachen. Ja, aber das ist doch normal. Alter, ja, das war Doppelmord. Das war Doppelmord. Na, wieso? Ich wäre nicht gestürzt, wenn du da nicht mit viel zu hoher Geschwindigkeit reingeballert wärst. Ja, vielleicht ist das Motorrad vom Konstrukteur irgendwie... Manipuliert, meinst du? Manipuliert worden, ja. Sowas. Ich will auf jeden Fall auch mehr mit dem Game sehen. Irgend so ein Beef oder so. Mach mal Beef. Boah, ich bin gerade gejumpt, ey. Jetzt ein bisschen. Das ist ganz geil hier gerade durch die Häuser. Rui, ich merke doch schon wieder. Ich habe nichts gemacht. Ich muss. Alter. Schweinesau, ey. I didn't do it. Wenn ich nicht gebremst hätte, wärst. Wenn ich gebremst hätte, wärst du in mich reingeknallt. Wenn ich nicht bremse. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Gott. Was passiert? Ja, aber wer fährt denn auch hier durch die Häuser? Das ist einfach schwierig. Aber es ist geil, wenn dieser Slide mal klappt, wenn man so richtig in der Kurve liegt und dann um die Kurve kommt. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Das passiert nur bei mir so selten. Ja, das stimmt. Okay, ich wollte. Aber da merkt man, wenn man es richtig, wenn man die Geschwindigkeit richtig tritt. Oh. Wow. Ich wollte gerade sagen, wow. Ja, ich glaube, du kannst das hier richtig krass maximieren. Dein Spaßlevel bei dem Spiel. Also sollen wir die letzten Meter, sollen wir die Cockpit-Perspektive machen? Okay, geil. Aber dann müssen wir einen neuen Start machen. Neuer Start. Nee einfach musst weiter. Du nicht. Okay, einfach okay. R1 drücken. Okay. Mit Helm oder ohne Helm? Ja, so, halt einfach zwei, so Cockpit, so dass es aussieht wie mit dem Düsenjäger. Okay, mach ich. Hab ich. Hast du wirklich? Habe ich wirklich. Ja, okay. Jetzt wäre gerade noch gerade ausfahren, das ist nicht so schön. Ja. Okay, ciao. Okay, ciao. Der Anfang ist so hart, ne? Der Anfang ist das Härteste. Wirklich? Ja, wenn das langsam, je langsamer man ist, desto mehr... Lenkt er halt. Ja, schwingt er so. Das ist die Ziellinie, Boy. Kein Fehler mehr machen. Und Ding nach Hause holen jetzt hier. In Cockpit. Hey, Mann, da ist der Sieg! Bam, 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 bam! Scheiße, Mann. Das steht ja, das Rennen endet gleich. Ich Cockpit an sich, das würde ich... Zu schwer für mich. Ich komme noch nicht mal so ins Ziel. Ich muss nur geradeaus fahren, komm. Jetzt aber. Ah, guck mal hier, Maximalgeschwindigkeit, Mittelgeschwindigkeit, bin ich ein bisschen schneller. Strafe 2,3 Sekunden gegenüber 1 Sekunde, warum auch immer. Ich habe mehr Strafe gekriegt. Aber es hat trotzdem gereicht. Naja, aber es ist ziemlich ähnlich, ja. Ja, aber naja, Glückwunsch. Es ist erstaunlich ähnlich. Glückwunsch zum Sieg, jetzt ist es unentschieden. Ich meine, bei Ritter der Kokosnuss sagen sie auch, einigen wir uns auf unentschieden. Bin ich, also nur der schwarze Willst Ritter du noch eins ich. Machen oder musst du weg? Nö, ich muss nicht weg, wir können noch eins machen. Weil wir können noch eins, jetzt pass auf, jetzt machen wir bei Regen. Und im Dunkeln. Okay, geil. Bei Regen, im Dunkeln, mit der schnellen Klasse. Okay? Okay, das klingt Hammer. Stell dich ein. Nehmen wir aber die kurze Strecke. Nimm die kurze, aber bei Regen und so dunkel wie es geht. Ja. Abenddämmerung. Jetzt ist richtig geil. Regnerisch. Also okay, Abenddämmerung und regnerisch ist das Maximum okay. von dem, was ist wir das bin. Krasseste, okay. Ja. Let's go. Bestätigen. Und bereit. Okay. Jetzt geht's um alles, Eddie. Jetzt ist wirklich. Jetzt es steht 1-1 im Rennen, jetzt geht's um alles. Ja. Und oh, was ist, die Kommentatoren so, oh, was ist das? Es ist auf einmal Nacht geworden. Und der Himmel zieht sich zu. Wow. Sie fahren durch den Tornado. Diese Teufelskerle. Diese Teufelskerle. Aus Irland. Das ist hammergeil. Irland? Nein, mein Land. Mein Land. Ja, stimmt. Aber ich glaube,
Wer ist der beste Schotte? Robert De Bruce, ne? Das ist der Erfolgsheld, glaube ich. Meinst du so generell oder? Generell, ja. Boah, geil, wie das aussieht mit dem Wasser. Hammer. Der sieht Hammer aus. Also mit dem. Ja, ja, mit der Feuchtigkeit auf der Straße. Mit Feuchtigkeit, ja, mit dem Wasser. Okay, man muss jetzt schon bremsen. Man muss jetzt schon bremsen. Alter, jetzt man muss hier richtig vor. Alter, da hätte ich aber wirklich. Alter. Im Real Life kein Bock. Das wäre mir zu gefährlich. Ja, total. Im Chat meinte jemand, dass es gut sei bei Regen, wenn die Straßen so aufgebröselt sind. Weil man dann noch besser sliden kann, oder was? Noch besser sliden kann. Ja, der Baum freut sich über mein Motorrad. Ich habe übrigens den Physikmodus Anfänger an. Vielleicht hat das was mit dem Aufholen zu tun. Kann sein. Nee, das sollte sich eigentlich nur auf Steuern des Motorrads auswirken, oder? Eigentlich so. Ja, würde ich auch so sehen. Ich zähle jetzt mal meine Crashes. Zähl du mal deine. Ich habe jetzt einen. Einen habe ich auch schon. Zwei. Zwei. Okay, das ist einfach Hammer. Okay, das spielt einfach so Sollbruchstellen, jetzt mal ehrlich. Drei. Okay, ja. Ja, Chat, schreib mal mit. Discounter müsst ihr zählen. Vier. Vier? Oh Mann, ey. Ich will mal hier einen No-Death-Run sehen in dem Spiel. Ja, bitte. Okay, fünf. Du bist meine 5 gewesen, ey. Ja, 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 ja. Fun Fact aus dem Chat. In den ersten Jahren wurden die Trainingsläufe für das Rennen bei laufendem Verkehr durchgeführt. Von okay. Real? Weiß ich nicht, schreibt dir jemand. 6. Ja. Okay, 6. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir einfach exakt gleich viel... Sterben. Ich glaube, wir gehen da immer noch mit einem falschen Mindset irgendwie. Wir haben es noch nicht gerafft, wie das Sliden und so funktioniert, glaube ich. 7, ja. Wenn du mir das Gras dann auch nochmal zum Slippen bringt. Ja, aber mit diesen Maschinen ist es aber auch Wahnsinn. Es ist unmöglich, egal wie langsam man fährt. Ich komme nicht drum. 7. Acht. Okay, 8. Direkt. Scheiße, Mann! Was war ich doch gerade bei dir in der Nähe? Oh, ist das rutschig! Alter, 9. Ich hab's genau gesehen. Ich meine, sonst sind wir auch ein Team, Eddie. Ich finde, dass die Bremse irgendwie, das geht nur so langsam runter. Man ist es beim Auto anders gewöhnt, ne, dass das dann so direkt so schnell runter geht. Hier habe ich das Gefühl... Shit. 8. Ja, nee, 9. Nee, 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 du hattest schon 8. 9, ja, 9, stimmt. 10. Scheiße. Nee, die bremsen ja überhaupt nicht so hart wie beim Auto. Das ist komplett anders. Ja, okay, 10. Was da passiert, ist keine Ahnung. Wow. Scheiße! Alter! Cory! Ich habe auch das Gefühl, diese Ideallinie ist nicht ideal. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch. Jo, hab's gesehen, Respekt dafür. Komm, dann muss doch die 12 jetzt bei dir stehen.
Das war ich nicht! Ach so. 12. So, jetzt hier schnell durch. Schnell durch jetzt hier. Profimäßig. Erregen. Ich glaube, man muss sich schon früher in die Kurven legen. 12. Boah. Wirklich? Alter, ich lebe! Oh. Nein. Oh, ich dachte gerade. 13. Sah hart aus auf jeden Fall. Okay, wir haben über die Hälfte. Oh, shit. 13. Was? 14. Oh ja, come on. 14. Und 15. Ciao. 15. Ey, aber ganz ehrlich. Was ist denn das? Hey, hey, hey. 16. Vielleicht kann man mit den Dingern gar nicht um die Ecke fahren, sondern nur geradeaus. Ich hab mal geguckt, ob die überhaupt eine Lenkung haben. So ein Dragster. Ja. Dragster-Bahn. Ja, 17. 16. Was bremsen? Was? Ein Sturz, ja, ne? Oh, diese scheiß Bordsteinkante, die kann man auch mal wegfeilen da. 18. Ah! 17. Nein! Ey, ey, ey! Nein! 19. Da bist du schlecht. Das wäre, also... peinlich. Das wäre mir peinlich, 19 mal zu stürzen. Ganz ah, 19. 20. Oh, shit. Scharfe Kurve, baller nicht wieder in mich rein. Oh. Okay, okay. Bin ich nicht. Scheiße! Oh, 20. Was? Wieso denn? Was? Ich hab vergessen. 21 oder 22? 22, glaube ich. Ist ein Kreisverkehr? Rechts vor links. Ja, genau. Oh Gott! Bester Crash! Gegen Poller gefahren und dann über die Mauer. Nein! Scheiße, das ist. Schnell, schnell, schnell. Das ist das Ende. 25. Das Ende. Das ist das Ende. Oh Gott, hab ich Schwein. Wirklich? Du hättest doch gerade ausfahren müssen, Mann. Nein, ernsthaft ist das schon das Ende? Ja! Oh, ich fasse es nicht. Bedanke mich an meinen Sponsoren Honda. Gibt es im Spiel auch Vespas? Skateboards? Also sind beide exakt im Mittel 118 km/h gefahren. Mhm. Und ich hatte nur eine bisschen höhere Maximalgeschwindigkeit. Genauso wie du eigentlich eben, als du gewonnen hast. Genau sieht es jetzt eigentlich auch aus. Ich habe eine kleine Strafe gekriegt, aber ich weiß nicht wofür. Wahrscheinlich für gut aussehen. Wer möglich ist es. Ja, Eddie, damit ist es klar. Damit ist es eindeutig. Das ist eindeutig, wer hier mit dem besten Grip hat, mit dem Moped auf dem Asphalt. Den größten Bock bedienen kann. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, Kogi. Ja. Vielen Dank für dieses Race. Ich danke dir, natürlich. Was machst du noch? Ich gehe jetzt mich um die Kids kümmern und dann Fußball gucken. Ja, easy. Alles klar. Dann dir einen schönen Tag. Ja, schönes Wochenende. Tschö. Tschüssi.
So, Leute. Das hat echt Spaß gemacht. Aber es war natürlich ein absolutes Debakel. Aber es hat echt, also ich kann, man kann natürlich jetzt so nach so 2 Stunden, wo man hier auch noch alle Fahrhilfen und so anhat und so, man kann nur erahnen, wie das dann irgendwann mal sich anfühlt, wenn man ein richtiger Profi ist. Ich würde wirklich gerne mal so ein E-Sports-Rennen sehen, so von richtigen Pro-Gamern hier, wenn die das spielen. Weil ich hatte so, am Ende hatte ich das Gefühl, ich habe es ein bisschen besser verstanden, dass man in der Kurve, also du darfst nicht einfach nur in die Kurve gehen und dann nach der Kurve Gas geben, sondern du musst quasi, wenn das Motorrad um die Ecke geht und in die Richtung guckt, in die du fahren willst, dann musst du Gas geben sozusagen. Ich kann es nicht so gut erklären. Also diese Slides, dieses wann gibst du Gas, wann bremst du, wann lehnst du dich rein und so, das muss man halt echt erstmal, musst du halt erstmal checken. TT Isle of Man. Nee, Isle of Man TT Tourist Trophy, wie ich heute gelernt habe. Auf jeden Fall sehr spektakuläre Sportart. Und macht auch zum Spielen eine Menge Spaß. Könnt ihr abchecken. Ab sofort erhältlich für alle nur erdenklichen Plattformen. Ich sage euch auch nochmal ein paar Facts zu dem Spiel TT Isle of Man. Right on the Edge 3. Ab sofort erhältlich das offizielle Spiel zum Rennen der Tourist Trophy. Da steht es ja sogar. Das Motorradrennen findet seit 1907 statt. Das haben wir festgehalten. Ist das älteste und gefährlichste umstrittene Motorradrennen der Welt. Enthält offiziell alle Inhalte der TT 2022, Teams, Motorräder und Strecken. 32 verschiedene Strecken. Aktuelle und historische Kurse. 40 Superbike- und Supersport-Motorräder und Fahrer. Und ein neues Open Roads-Feature, das haben wir jetzt gar nicht gesehen, wo man die 200 Kilometer lange Strecke auch fahren kann. Also, das könnt ihr abchecken. TT Isle of Man. Ride on the Edge out now für alle, die an diesem Rennsport interessiert sind.